willst du mit mir Fortnite spielen? Fortnite, da will ich echt drauf. Da könnte man sich ein schönes Steak gönnen. Schön, falls ich du bin einer Veganerin. Ist er abgehauen? Nee. Das hast du einfach nur so gesagt? Ja. Ah! Hast du deine Hausaufgaben für morgen schon fertig? Wir haben was Lustiges heute vorbereitet. Wir haben was ganz Besonderes heute, ja? Pass auf. Wir machen heute ein extrem geiles Format. Ein so geiles Format aber auch. Wir gehen rein in den Live-Channel. Tobi, kommst du bitte auch? Wir machen heute Folgendes, meine Freunde. Heute ist es das erste Mal, ihr habt ja sicherlich das Cringe-Date gesehen von mir in Antonia. Ich bin ein extrem unangenehmer Charakter und ich habe mir Gedanken gemacht, was ist noch unangenehmer als ich? Es ist tatsächlich meine eigene Community, meine Freunde. Meine eigene Community ist so unangenehm, dass ich mir überlegt habe, okay, pass nee, klar. auf, wir gehen hin. Also Leute, wir machen heute Folgendes. Wir bringen heute Menschen zusammen. Meine Community darf sich unter daten. Wir haben unglaublich schöne Frauen. Es ist Speed-Dating-Format. Es ist tatsächlich so, dass wir eine Menge Damen haben, die extrem vielen Bewerbern sich aussetzen müssen. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Frauen, richtig? 6 Frauen tatsächlich, die bereit sind, ihre wunderschönes Antlitz mit uns zu teilen. Und wir werden schauen im Speed-Dating-Format, wer hier die beste Karten hat. Jetzt ist es aber so, dass wir gedacht haben, ey, wir wollen es ja auch ein bisschen Entertaining haben. Also gehen wir hin und geben den männlichen Bewerbern immer nur 2 Minuten Zeit, sich vorzustellen. Das wird extrem wild. Ich bin mal gespannt, wie unangenehm die ganze Geschichte hier wird. Alle Leute sind auf jeden Fall bereit, sich im Internet hier zu zeigen. Sind über 18. Okay, ich weiß nicht, wie ich hier jetzt reingerutscht bin. Okay, oh, ich habe meine Haare gewaschen. Ich wusste nicht, dass ich mitmache. Ich bin ganz nervös. Ich würde sagen, wir fangen direkt mit der ersten, Tobi. Ich würde sagen, wir fangen direkt mit der ersten Kandidatin an. Ey, ich bin gespannt, was abgeht. Let's go, rein in die Masse. Tobi, move okay. Die erste Kandidatin rein und dann den ersten Kandidaten. Oh, oh, Marlin. Hallo. Hallo. Hallo, bist du schon über 18? Ja, bin ich. Sehr gut. Ja, ich würde sagen, stell dich kurz vor, was machst du so? Deine Webcam ist... Hallo? Ja, ich bin wieder da. Ah, so, da ist perfekt. Ah, so, wunderbar. Marlin, erzähl doch kurz was über dich. Wer bist du? Ja, ich bin Marlin. Ich bin 20. Ich komme aus Bonn. Ja, und ich studiere Lehramt. Sehr schön. Ah, okay, interessant. Okay, wir haben hier jemanden im Chat, der intellektuell ist. Das wird und jetzt interessant. Intelligent. Wunderbar. Da sind wir los. Mit dem Ersten. Sehr schön. Ein wunderschön. Hi, wer bist du denn? Ich bin Philipp. Wunderbar. Philipp, stell dich kurz vor, dann gebe ich dir einen Countdown von 2 Minuten. Und du hast jetzt alle Zeit, sie hier zu überzeugen, okay? Stell dich kurz vor. Ich bin Philipp, 28 Jahre alt, komme aus Göttingen, bin beruflich CTA. Tobi! Bro, setz dich hin! Okay, ich würde sagen, wir starten den Countdown. 3, 2, 1 und go! Wie alt warst du? 18, 19? 20. 20. Ich hab's geraten. Ich hätte gekommen. 3. Zwei. Oh, du will mich. Ciao. Ja, das war doch schon mal ganz nett, oder? Ah, hi. Und was suchst du? Oder was suche ich? Let's go. 3, 2, 1 und los. Hi. Louis, du musst schon, also, das ist ja, eine Frau, du musst schon überzeugen. Sorry, ich bin außer Übung. Ich bin 3 Jahre Single. Ich weiß nicht mehr, wie man... Oh, der hat Bauchschmerzen, glaube ich. Ja, eigentlich suche ich gar keine Freundin. Was willst du denn hier? Ich wollte eigentlich mit Tobi rum... Komm, Baby, das komm. Wird mir, also, das ist ein bisschen zu viel. Jetzt kommt dein Traumprinz, ich sehe, ja. Let's go. Weiß ich nicht, aber... nein, nicht. Okay, stell dich kurz vor. Also ich mache eine Ausbildung. Nein. Ich habe paar Anfälle leider manchmal. Oh, sie ist weg. Nein. sie ist nicht weg. Mann, Alter. Sie sitzt da noch. Ich studiere auf Lehramt. Kenn ich Kiefer? Alter. Der haut die ganze Zeit auf den Tisch. Wollen wir uns küssen? Was? Das war. Du kannst. Achso. Hi.
Hi. Ja, also ich heiße Sarah, bin 19, studiere Wirtschafts- und Betriebspädagogik. So, der erste ist der liebe Finn Nene. Hallo, boah Junge, ist mega unangenehm. Was geht? Arbeitest du oder studierst du oder was machst du? Beides. Also keine Ahnung, ich höre mehr so in die Ami-Rap-Richtung. Okay, von Oskar weiß ich nicht, also das Profilbild. Moin. Oskar? Wunderschönen guten Tag. Hi. Und dann habe ich noch eine Mischung aus Boxer und französischer Bulldogge. Boxer! Warum schreist du jetzt so? Nice, let's go! Ja, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber irgendwie meine Schwester hat irgendein Bolognese oder so, ich weiß nicht, wie der heißt. Bolognese ist Spaghetti. Ist das also zum Essen? Bolognese. Ah, ich weiß nicht, sowas ähnliches wie Malteser. Bei einem Bolognese. Vielen Dank trotzdem fürs Mitmachen, ne? Kein Thema. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Mach's gut, hau rein, ciao, ciao. Okay, ich weiß nicht, ich nehme einfach, ich weiß nicht, ich bin auch ein bisschen nervös. Aber ja, komm. Guten Morgen. Guten Morgen! Ob du da bist? Ja, hallo? Hallo? Oh mein Gott. Entschuldigung. Hallo? Hallo? Ja, mega. Hi. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass Nils 18 ist. Rein in die Masse, let's go. 3, 2, 1 und auf. Hier kennenlernen und los. Guten Tag! Hi! Ich bin Nils, wie geht's dir? Die ist alles gut. was für eine CPU hast du? Was? Nils. Was weiß ich nicht. Willst du mit mir Fortnite spielen? Boah, Fortnite, da bin ich echt drauf. Mario, was geht? Hi. Hi. Da hat gerade jemand geschrieben, das ist mein Dealer, Mario. Was komm ich? Ich habe mich nur schon irgendwie vorgestellt, wie komme ich auf irgendwie rüber beim Chat? Ja. Das ist mein weiß Dealer. Ich auch, also ja, Mario. Meine auch. Mario. Mario, am besten erzählst du einfach nichts über deinen Job. Ja, nee, ein Kumpel hat tatsächlich ein Restaurant und da könnte man sich ein schönes Steak gönnen. Schön, falls ich bin du Veganerin. Nein! Wir haben auch sehr gute Mario, Salat. Deine Zeit ist um! Salat. Mario! Aber ey, ist er abgehauen? Ich bin keine Veganerin. Nee, also. Das hast du einfach nur so gesagt? Ja. Ah! Und David, hier ist Mario, hier ist Selina und so. Hi, na? Streamst du auch? Ja. Das sieht man, du hast das Streamer-Setup direkt. Ja. Hey, na? Na, was geht da? Das ist schon mal sympathisch. Ja? Ich auch. Tobi, halt dich jetzt, aber Tobi, es ist nicht dein Date, lass es jetzt mal. Sorry. Wirklich, es ist einfach nur unangenehm. Oh, jemand schreibt gerade in den Chat, Nico hat ihm eine Niere geschenkt. Nico Ehrenbruder, ja. Danke dafür. Danke für den geliehenen Lambo, sagt einer Nico. Bitte, alles. Nico hat meine Oma gerettet, okay, nice. Ja. Wir hatten jemand geschrieben, Nico hat meinen Onkel entführt. Ja. Warst du mal im Harz mit deinem Quad? Nee, hab ich noch nicht so lange. Kann ich dir empfehlen, das ist richtig geil. Ich war schon mal im Harz. Wo? Im Harz an sich war ich schon mal selber. Achso, im Harz. Mit dem Quad ist eine richtig schöne Strecke da. Nico zahlt meinen Unterhalt. Ah nee, es war anders. Da steht, Nico zahlt mir meinen Unterhalt. Warte. Ich hab den Namen schon wieder vergessen. Hallo? Hi, nochmal. Hi. Ah, sorry, Nico. Viel Geld investiert. Verwirrt, was hier gerade. Tobi, sollen wir dir vielleicht jemanden suchen? Das wirkt so, als wärst du sehr einsam. Ja. Bist du bereit für. Mach einfach! Mach es einfach! Hallo? Oh ja. Hallo? Sebastian, was sehe ich da in deinen Augen? Das ist Nicoletta. Da funkelt er. Last gespielt. Okay. Ich tue jetzt so, als würde ich nicht wissen, wer du bist. Streamst du etwa auch? Weil du hast ein Streaming-Setup da? Ja, tatsächlich. Ja, Nicoletta, ich würde sagen, wird wild, oder? Let's go, rein in die Masse. Das ist meine Ex, vertraut dir nicht, sagt jemand. Pascal kannst du sagen. Oder Pascal, wie du willst. Okay, Pascal. Pascal für lieber. Du hast echt wenig Zeit, ich würde nicht drüber reden. Ah, okay. ich bin so sowas. Keine Ahnung.
Okay, keiner hat immer Zeit. jo. Ich, hier ist er, sorry. Oh, scheiß Tobi. Ach, da war es so angenehm. Moritz? Moin. Ich stell mich mal kurz vor, ich bin Moritz, bin 16 Jahre, geh noch zur Schule. In meiner Freizeit gehe ich oft auf den Bauernhof. und baue mit einem Kumpel Schweißtisch und das Business läuft auch ganz gut. Alles klar, deine Zeit läuft. Keine Ahnung, was du gerade gesagt hast. Ey, ich bin 16. Ja. Was? 16? Ja. Moritz. Die Zeit läuft, also... mach einfach weiter. Zockst du oder... Hast du deine Hausaufgaben für morgen schon fertig? Nee, leider nicht. Dann mach sie bitte. Ich möchte nicht, dass du morgen in der Schule sagst, du hast deine Hausaufgaben nicht, weil ja, du mit deiner Streamerin ein Date hattest. An der Stelle ist deine Zeit auch vorbei. Danke, dass du dabei gewesen bist. Danke. Wieder schauen, reingehauen. Danke dir. Du gar nichts hier. Möchtest du vielleicht noch, möchtest du noch einen der beiden Kandidaten wiedersehen, oder? Ich denke eher nicht eigentlich. Ja, vielleicht kommt ja jemand aus dem Chat bei dir rüber. Also, die sind alle sehr, sehr interessiert. Gut, dann machen wir hier weiter. Vielen Dank fürs Teilnehmen. Hat echt Spaß gemacht. Und vielleicht hört man sich nochmal. Mach's gut, hau rein. Danke dir, ne? Ciao. Das ist verliebt in dich. Tschüss. Tobi sagt, Mann, du weißt, dass meine ganze Liebe nur dir gehört. So, wir machen weiter.